Willkommen zu dieser Demonstration vom Outil Socrative. Socrative ist ein Outil, den online ist, den auch als App können um iPhone oder iPad benutzt gehen und erlaubt, Multiple-Choice-Questionären zu machen. Komm, wir fangen direkt an und wir setzen uns an die Situation vom Schüler. Auf socrative.com wird der Schüler Student Login aus und muss dann in Room Name angeben. Das von Enseignant definiert, er könnt ihr dann selber festlegen. Ich habe den Raum Edusphäre gegründet. Nun muss ich als Schüler meine Nummer geben, das kann mein richtiger Name sein, das kann auch ein Pseudonym sein, den Namen werden wir noch gesehen. Aber schon geht es los. Hier ist die erste Frage, welche ist dieser Schauspieler? Und wir kriegen an diesem Beispiel 4 Alternativen. Wir wissen, dass die Leute finden, wir schicken diese Antwort fort. Die Antwort ist richtig. Aber weiter geht mit der zweiten Frage. Hier demonstrieren wir nur, wie einen freien Text können angehen, respektive eine einfache Antwort zur Rechnung 2x3. Express gehen die nur die falsche Antwort an. An den Outil sieht man, wenn es richtig die richtige Antwort als 6. So, zum Schluss kriegen wir noch gewissen, dass von den zwei Fragen 50% richtig waren. Nun weisen wir euch, wie ihr so einen Test gemacht habt. Dafür brauchen wir den Teacher-Login und müssen sich selber seinen Account kreieren, respektive dann auch den Namen von seinem Raum angeben. Ich habe das schon gemacht, dann kann ich dann hier an den Socrative anloggen. Ich kriege dieses Menü präsentiert, wo es darum geht, Quizzen hier zu definieren. Am Menü Quizzes. Du siehst schon eine ganze Reihe Quizzen schon präpariert, weil ich immer mit meinen Schülern gemacht habe. Hier ist eine Demo. Und ihr seht auch hier, eigentlich gesagt ganz einfach aus. Ich bin die erste Frage mit den 4 Alternativen und ich konnte die richtige Alternative einfach anklicken. Bei der zweiten Frage seht ihr also einfach ein Textfeld, wo ich die richtige Antwort muss geben. So, also wir haben eine dritte Frage dabei. Ich habe den Schwer zwischen Multiple Choice, also wo der Schüler Alternative gewissen kriegt, zwischen einer Ja-Nee-Frage, die ich immer gerne verzichten, weil so eine Menge an nicht pädagogisch ganz sinnvoll ist, oder eine kurze Antwort, so wie lo für den hier im zweiten Beispiel. Kommen wir mal an eine Multiple Choice, so wird an der ersten Frage auch fair. Und schon kriegen wir hier ein Textfeld, wo wir die Frage können angehen. Kommen wir so mal, wie heißt der luxemburgische Staatschef? Alternativ kann ich hier auf das Ikon klicken und ein Bild dabei setzen. Zum Beispiel, wenn ich eine Frage über das Bild setzen oder für meine Frage zu illustrieren. Als erste Alternativ können wir den Claude Maijo gehen. Als zweite Alternativ können wir den Xavier Bettelow gehen. Als dritte Alternativ können wir den Grand Duc Henriot gehen. Aber wir können noch weitere Alternativen dabei setzen. Wenn das nicht durchgeht, kann ich mit Add Answer auch noch ein 4, 5, 6 Alternativen angeben. Kommen wir so mal 3 Alternativen gehen aus durch. Da gebe ich einfach die andere halt wegklicken. So, also muss ich dem System so ein wenig froh, für eine Antwort besser gesagt, richtig ist. Wir wissen, dass den Morand du Conri. Eventuell wären noch 2 Antworten möglich. Da gebe ich das halt so rausschicken. Alternativ kann ich noch eine Erklärung nach dabei gehen, für was der Grand Duc Henri dann die richtige Antwort ist. Darüber verzichte ich im Moment und ich speichere einfach mal die Frage. Voilà, mehr ist schon nicht zu machen. Ich muss just hier über Save and Exit klicken und schon ist mein ganzer Quiz gespeichert. Wenn ich hier starten will, gehe ich halt bei Launch, Quiz. Der vierte Quiz, der nur noch gerade lebt, will ich stoppen, okay. Und ich gebe dann halt mein Demo, wo mein Kanal will starten. Login ist aber gefragt, welchen Modus ich den Quiz will laufen lassen. Ich weise nicht halt just ein, der Rest von der ganzen Sache selber raus. Den Instant Feedback, das ist das, was ich just für drin hat, dass der Schüler alle seine Fragen nach seinem Rhythmus dann wird agil, er könnte dann automatisch auf die nächste Frage. Das wird Beispiel für vier drin. Open Navigation, wenn der Dat aufwählt, da können der Schüler sich und handelt sich an die Frage gehen, also sie können auch auf eine Frage von 400 Meter zurückgehen, wenn ihnen eine bessere Antwort gibt, abfallen. Am Teacher Paste, das ist, dass dir als Enseignant alles die erste Frage freischaut, du nur die zweite, du nur die dritte, und der Schüler muss genau an dem Moment dann auf eine Frage antworten. Wie gesagt, ich hole dann selbst die vier drin, die Schüler können selber aus ihrem Rhythmus durch den Questionnaire gehen.
Der Gesundheit, das Self-Explaining, der könnt so an die Schüler muss in Nummer gehen, der könnt halt Shuffle Questions machen. Dann steckelt den Computer sozusagen frohen, dann für alle Schüler an einer anderen Reihenfolge sind. Das ist besonders interessant für eine Prüfung, wenn Schüler sollten neben der Nähe setzen, dann sind sie nicht so einfach von denen können aufgucken. Shuffle Answers ist auch interessant, da gibt es Alternative gemischt. Wenn ihr den Test also pur mal macht, könnt ihr so sowohl frohen wie auch die Alternativen allkehrs zufällig ernst machen. Question Feedback, du musst dir erstellen, ob du Schüler nur tatsächlich nur alle froh, die ihn beantwortet, direkt gesucht wird, ob es richtig ist oder nicht. Und ihr könnt halt zusätzlich noch erstellen, dass der Schüler zum Schluss seine finale Bewertung angewiesen kriegt. Das will nicht nur mal aus, das heißt, das ist nämlich nur genau die Erstellung, die ich auch hier drin am Beispiel hat, an der Starte, und schon geht es los. Die gibt nur heute Sinn, live, wie Schüler, allkehrs, sich halt anloggen und wie sie dann hier Antworten können angeben. Wenn ihr da fertig seid, braucht ihr just halt Finish zu drücken. Und da könnt ihr auch schon ihr Rapport könnt ihr speichern, als Excel exportieren und so weiter. Ihr könnt aber auch zurück und in den Hauptmenü und ihr könnt die anderen Quizzen von Anker starten. Ich will nicht an all die Details hier angehen, für die da lernen, einen schnell froh so an den Klassenraum zu schmeißen, ohne die drei Requits zu machen. Ich wollte just nachher auf die Space Race einen kurz angehen, den ich persönlich ganz gerne mit den Schülern benutzt tun, wo es eigentlich auch just darum geht, dieselbe Quits oder einen anderen rauszuwählen. Hier könnt ihr nur Teams machen, zum Beispiel so mal 4 Stück. An alle von euren Schülern, die sich anloggen, geht automatisch auf die 4 Teams zufällig abgedehnt. Ihr könnt auch dann ein Bild rauswischen und dann könnt ihr schon losgehen. Weil du hier ähnlich das, dass das dann tatsächlich Schüler, in diesem Fall der Traumschiff, und an alle von seinen Froh beantworten, da geht der Traumschiff in den Steck weiter. Das ist also ein ganz ludik Approach für Schüler zu motivieren, immer den Questionnaire zu machen. Ich selber habe natürlich ganz viel angesagt, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Vokabeln oder Theorie oder Rechenaufgaben mit den Schülern trainieren, für dann sie ganz schnell alle Sachen wiederholen, was drängt. Wissen was. Voilà, ich hoffe, das ist ein ganz kurzer Quiz zu Sokrativ, hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe den Tool über Jahre gesagt und ich bin extrem zufrieden damit. Viel Spaß mit Sokrativ.